Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir ein wenig unsere Zucht von den Askwins perfektionieren. Denn da fiel mir ein, da gehe ich glaube ich hier auch direkt mal runter. Denn wir haben ja hier in diese Kammer natürlich jetzt unsere Askwins, die hier Eier produzieren. Aber das machen die ja immer nur bis zu einem bestimmten Maß. Ah, hier ist schon schlüpfliger Dings. Weil ich glaube nämlich, dass ich die Eier dann hier rausnehmen werde und woanders hinpack. Denn sonst werden hier ja zu viele sein und die legen keine Eggs mehr, ne? Passen die eigentlich durch die Tür durch? Weil der hier bestimmt, oder? Weil dann könnte ich das so machen, ne? An den kommen ja auch die Wölfe rein, obwohl das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Warte mal, ich probiere mal was. Mach mal hier nochmal zu. Mach mal das weg und schieb den hier raus. Na los! Wolfi, du bist im Weg. Gut. Nein! Du bleibst da schön drin und legst weiter Aegis. Und dein Baby packe ich mal raus. So, rein mit dir. Der will hier echt raus, ne? So, dicht gemacht. Da wurde gezaubert. Ich guck mal, ob da ein Aegis liegt ist. Ja, und jetzt versuchst du das natürlich zu verteidigen. Lass mich da mal bitte ran. Ach ja, und natürlich sollte ich das Straußenfahren hier wieder hinschmeißen. Da komme ich da dran. Mann, jetzt gib mir das Ei. Ist doch wohl nicht wahr. Ja, du liebst mich. Das finde ich auch super cute. Aber darf ich jetzt bitte dein Ei haben? Na komm, weg mit dir. Na los. Ja, ich muss warten, bis sie sich wegbewegt, ne? Ich weiß aber auch nicht, wie ich das machen soll, dass ich sie dann immer wegschieben könnte. Vielleicht habe ich den Zwinger hier doch ein bisschen zu klein gemacht. Ich habe keinen Plan. Ich versuch's mal. Es kann aber auch sein, dass der einfach zu groß ist. Ne? Also, dass ich den hier einfach auf Biegen und Brechen nicht rausschieben kann. Wie ich das mit den anderen machen kann, kann ich wohl nicht, ne? Mann! Alter! Das geht ja schon wieder gut los! Verzieh dich! Ich könnte vielleicht den Sattel mitnehmen, dann kann ich den immer beiseite schieben. Aber das wäre jetzt gerade echt nervig. Warte, ich habe eine Idee. Ja, jetzt lassen die mich gar nicht hier raus. Warte mal, ich mach mal so. Und dicht. Und mache so und schiebe den weg. So, verzieh dich. Ist der andere da hingegangen, das war wohl nicht wahr. Ach, weil die hier natürlich raus wollen dann, ne? Warte mal. Wenn ich dich verschiebe... Warte mal, ich muss mir mal das hier ballern. Jetzt komm schon. Och Mann. Das nervt mich gerade. Du sollst dich einfach nur verziehen. Und ihr sowieso. Ja, zu wenig Platz, glaube ich. Und sie haben wieder was gemacht. Oh, verbrechen. Sag mal, warum wollen die Wölfe denn da rein? Der da auch. So, jetzt reicht's mir hier aber. Ich weiß nicht, ob ich mir das da gerade ein bisschen zu umständlich mache, aber ich weiß auch nicht, wie ich das vereinfachen soll, bin ich ehrlich. Ja, sie sind weggegangen. Her damit, her damit. So, Gott sei Dank. Und ich guck mal, ob sie vielleicht mittlerweile noch eins gelegt haben. Da wurde gerade wieder gezaubert. Aber kein Ei, ne? Nee, gut. Aber zwei haben wir immerhin. Dann würde ich die nämlich einfach immer draußen hinlegen. Halt! Ich kann nicht widerstehen. Wenn ich höre, dass gezaubert wurde, muss ich mal gucken. Gut, ja, dann schmeiße ich die mal hier hin, oder? Ich hoffe, die sind hier nicht so weit weg. Ich guck mal, wenn ich das da hier hinlege, ist das dann zu kalt? Na klar, das muss, glaube ich, erstmal erwärmen. Es kann aber auch sein, dass die Reichweite zu hoch ist. Schmeiß mal hier so hin. Zu kalt. Zu kalt. Ja, der hier ist, glaube ich, so weit weg. Der ist warm. So. Sehr gut. Ne? Und wenn die dann geschlüpft sind, dann könnt ihr hier direkt weiter rumrennen. Dann haben wir ein paar Askwins nämlich auch am Rumrennen. Ach, das finde ich so super cute. Oh, was geht denn da ab? Da ist wohl was verreckt, wa? Das hole ich mir mal eben. So. Hier auch. Es kostet nur sinnlos Frames. Wie wir wissen. Kann ich mal wieder ein bisschen den Hof aufräumen. Boah. Schon echt beachtlich, was wir da mittlerweile haben, ne? Meine Herren.
schon krass, was wir hier in diesen Folgen alles aufgebaut haben. Wenn man bedenkt, dass das hier, ne, Folge 1 war hier einfach nichts. So war alles war das ja einfach nur der Spawner. So, Straußenfahren. Da ist ein Ei. Das nehme ich mir auch noch. Sehr gut, der geht sogar weg. Das ist aber nett von dir. Dankeschön. So. So. Und dann schmeiße ich das hier hin. So. Ja, ich weiß, es hat gerade nochmal jetzt. Ach, warte. Vielleicht ist der zu weit weg. Ist der, ne? Ja. Dann schmeiße ich ihn damit hin. So. Das Glitzern sollte aufhören. Hä? Ah, jetzt. Gut. Alles klar. Ja, das könnte ich halt nicht den ganzen Tag machen. Ich bin ehrlich. Weil jedes Ei, was jetzt da drin liegen bleibt. Sag mal. Ihr müsst euch doch nicht auch physisch paaren. Mensch. Also, macht, wenn ihr wollt. Was auch immer euch glücklich macht. Gut. Ja, ich würde sagen, das reicht dann erstmal. Und dann kümmern wir uns erstmal um den anderen Stuff, wa? Und zwar würde ich sagen, bevor wir Harz holen, hatte ich mir nämlich überlegt, ich gehe mal kurz nach unten, ja, hier den Krempel, weil es schnell geht und der sowieso hier in einer Reihe ist, sortiere ich mal eben so ein. So. 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 Gift. Trophäen. So. Bossspawn. Und ein Kraut. Zack. Sehr gut. Dann stimmt. Wir können wieder ein wenig von dem Zeugs anmachen. Da nehme ich mal ein Zwambo raus. Und wir hatten doch so viel jetzt, ne? Sehr gut. Also, weil ich GWW-mäßig sind wir echt gut versorgt. Und sogar Refined Eider, ne? Füllen wir ja auch permanent nach. Warte mal. Der ist hier oben gelandet, weil die hier unter sich gepaart haben. Und der sozusagen gespawnt wurde und dann auch... Nee. Hatte ich das da hingelegt? Ich erinnere mich nicht mehr. Die letzte Erinnerung. Die letzte Aufnahme ist ein bisschen zurück. War das da... Sollte der unser Haus-Asquin werden? Weil ich wollte auch ein Haus-Asquin holen. Stimmt. Ich glaube, ich hatte das da hingeworfen. Dann schon mal werfe ich das bei hier hin. Da! Zum Nest, oder? Stimmt! Ich hatte nach einem Namen gefragt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Halt! Ah ja, müsste natürlich warm genug sein, ne? Ja, gut. Dann kannst du da in Ruhe brüten. Dann gehen wir nochmal nach unten und füllen das Eider auf. Füllen außerdem Met auf. Da schaue ich auch nochmal nach. Es fehlt wieder ein bisschen Ausdauermet, ne? Aber ich glaube, den habe ich in Auftrag gegeben. Ich schaue mal nach. Beziehungsweise, wenn ich ihn nicht in Auftrag gegeben habe, habe ich Metmischungen. Starke Heilung, längeres Eider. Starke Heilung, starke Heilung, starke Heilung. Nee, dann gehen wir kurz hoch. Halt. Und wir... Ich würde sagen, dann füllen wir mal... So, unseren Ausdauermet wieder auf, ne? Müssen wir ja auch, leider. Ja, was heißt leider? Gehört ja dazu. So. Weichgewebe rein. Hervorragend. Und dann nach oben. Und bevor wir dann gleich Eider holen, würde ich dann nämlich auch mich mal vorbereiten und nochmal vielleicht unsere Eiterproduktion etwas erweitern. Aber nur, wenn es auch möglich ist. So, für den Dingensmehl, das weiß ich noch, brauchen wir die. Ein Rabe durch den Boden, alles klar. Hm, soll ich sogar so? Ja, ne? Ich mach so. Und gelbe Pilze kann ich ja holen. Soll ich die jetzt holen? Moltebeeren. Ja, oder ich mache hier nur so. Ich glaube, das reicht. Das sind 5 Mischungen. Und das sollte auf jeden Fall, ne? Pro Mischung kriegen wir ja 6 Tränke raus. Ich glaube, das passt schon. So, Feuerholz. Rein damit. Und let's go. Theoretisch könnten wir auch da einen besseren nehmen, ne? Warte mal, gibt es nicht eigentlich auch einen besseren Ausdauertrank? Längere Ausdauer nur. Aber den fand ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Gesundheit. Es gibt aber nicht irgendwie eine nächste Stufe von dem hier, ne? Ich glaube nicht. Längeres, weil es war ja starke Heilung. Das heißt, es müsste dann starke Ausdauer heißen. Ne? Es ist ja längere Gesundheit, starke Heilung. Längeres Eiter. Wenig Eiter.
Ja. Also bei dem längeren Alter lohnt es sich ja, aber irgendwie bei Ausdauer hätte ich gerne... Ja, komm, wir stellen den her. Ich glaube, das passt schon. Und nochmal. Zack. So. Rein damit, rein damit. Und den Rest hier rein. Sehr gut. Ja, und Barren kann ich eigentlich auch nochmal gucken. Alter, laggedy lag. Ah, nee, doch nicht. Hä? Kann es sein, dass die Treppe jetzt genau... Da! Ich öffne die, aber ich sehe den Inhalt nicht. Buggy Glitch. Hä? Und wenn ich hier drauf gehe, dann geht's. Ja, die Treppe ist zu weit unten, ne? Na toll. Warte mal. Ja, sorry, aber das kann ich ja so nicht lassen. Das ist ja doof. Ich weiß aber schon, wie wir es lösen. Ich nehme mal kurz hier Holz raus. Lauf nach unten. Und dann baue ich da mal kurz zwei Bretter drauf. Eins bündig mit dem, damit ich die... Genau, so. Nee, nee, warte mal, warte mal. Ich stelle mich mal hier oben auf die Kiste. Und so. Und dann setze ich da drauf einen. Oder sogar zwei. Ich setze mal zwei drauf. So. Dann können wir die wegreißen. Und den auch. Hör damit. Dann die unteren beiden. Den und den. Und dann haben wir es halt ein paar Zentimeter erhöht, ne? Ich glaube, ihr versteht schon. So. Und ich mach mal um zwei. Ach stimmt, dann kann ich den entfernen. Und so. Und wenn ich hier jetzt rangehe, sollte ich ja etwas höher sein. Dann geht's. Sehr gut. Kupfer. Könnten Kupfer einschmelzen, ne? Haben wir hier hinten nicht auch noch Kupfererz? Ja. Dann mache ich das. Einfach auch, weil, ne, hier oben ein bisschen was fehlt. Und außerdem... Ach, so, weil ich jetzt runterrutsche. Ja, das ist ja doof hier jetzt. Mit dieser Treppe. Aber gut. Ne, weil wir das ja auch für Bronze brauchen. Denke ich mir. Also würde ich sagen... Zwambo. So. K.O. So. Und rein damit. Weil dann können wir das nämlich auch mal ein bisschen verwerten. Hoffentlich. Also runterrocken unseren Vorrat. Auch von dem Schwarzmetall, da haben wir jetzt so viel. Dabei ist es völlig obsolet geworden. Brauchen das für nichts mehr. Plusti? Nee, Zapfi. Bist du sicher, dass du hier unten sein willst? Nicht, dass du dich da hinten wieder festbackst. Aber gut, feel free. Gut. Kohle rein. Dann Holz. Hier läuft es auch noch durch. Da läuft es durch. Sehr gut. Ja, und Flachs haben wir auch mehr als genug. Also, Zwirn. Heißt es ja. Oder? Ja, hier. Das reicht ja wohl. Alter, blaue Jute. Ja. Die, mit der Stoffkiste bin ich sehr zufrieden. Vor allem hiermit. Also, ich bin ganz ehrlich. Wir haben jetzt so viel Weichgewebe, dass ich sogar überlege, wenn wir in den Mistlands wieder auf Zwerge treffen, brauchen wir die gar nicht mehr abfarmen, oder? Ach, hier wollte ich doch nicht in Holz, wollte ich. Theoretisch, ne? Oder? Kein Plan. So, ich würde nochmal nach unten gehen und nochmal... Ja, wir haben auch Nachmittag, sehr gut. Kann ich danach pennen gehen. Und nochmal ein paar Eggs rausholen. Verdammt, ich habe den Sattel vergessen. Nein! Okay, Süßi, du bist im Weg. So, da ist ein Eggs. Da ist ein Eggs. Und da unter euch. Verdammt! Da ist eine. Ja, liebt euch, aber verzieh dich bitte. Oh, ist das nervig. Na komm. Ich frag mich auch, ob ich immer verschiebe. Ja, tue ich, ne? Warum kann ich ihn nicht verschieben? Weil er so stark ist, so schwer ist? Oder wie? Schnall ich nicht so ganz, weil normalerweise kann ich die Viecher doch wegschieben. Ey, das ist nicht wahr. Okay. Ich mach das mal folgendermaßen. Ich gehe mal kurz zurück. Und dann laufe ich mal nach unten und hole den Sattel. Also das wäre echt zu blöd. Ne? Und weil ja, da ist ja dieses Rumgehampel da. So, und dann nehme ich mir außerdem eine Kiste mit. 10. So, und let's go.
Nochmal nach unten. Und dann kann ich dann nämlich gleich eine Kiste hinbauen. Und da packe ich den Sattel dann immer rein. Und dass diese ganzen Wölfe hier so verletzt sind, finde ich auch irgendwie ein bisschen schade. Aber gut. Wir können uns ja jederzeit neue züchten. So, wahrscheinlich haben sie sich jetzt beiseite bewegt. Ja, das war so klar. So, gib mir das Ei. Zack. Und tschüss. So. Und dann baue ich hier vor mal eine Chest. Möbel. So. So. Und rein damit. So, drei weitere Eggs. Hervorragend. Hier. Ach nee, das war zu weit weg, ne? Ich schmeiß die mal lieber hier so. Ich habe Angst, dass die wiederum zu dicht an denen dran sind. Ich glaube aber nicht. Ja, eigentlich ist das dann absurd, dass ich das Feuer dahin gebaut habe, fällt mir gerade auf. Ja, weil ich sie ja eigentlich sozusagen in einem haben wollte, ne? Ja, ich schmeiß sie einfach mal hier so hin. In der Hoffnung, dass sie weit genug von denen weg sind. Und sie natürlich trotzdem warm werden. Sonst bringt uns das alles ja gar nichts. So. Und. So. Der könnte so weit weg sein. Mal gucken. Und den. Ich verteile die mal ein bisschen mehr, ne? Sehr gut. Der ist noch weiter weg. Komm schon. Sei trotzdem warm. Ja. Sehr gut. Mhm. So will ich das sehen. Und hier müsste auch mittlerweile irgendwo ein Asquin rumrennen, ne? Ein Asquin-Schlüpfling. Ich finde das Wort so süß. Schlüpfling. Klingt übelst niedlich. Aber wo ist denn der hin? Also ich glaube nicht, dass der irgendwie von Feinden hier getötet wird, oder? Der muss hier doch irgendwo rumrennen. Achso, da habe ich was Lilandes gesehen, dachte er war es, aber nee. Hier beim Odin-Tempel. Loki. Odin, Loki, Thor, keine Ahnung. Götter. Ich verneige mich vor euch. Okay, das reicht jetzt aber auch. Aber ich habe keine Ahnung, wo hier der Asquin rumrennt. Wird ja nicht tot sein, oder? Hä? War doch jetzt einmal über den ganzen Hof. Kein Plan. Und ich hoffe, die können auch nicht besser klettern. Als Wölfe. Weil die Wölfe schaffen es ja zum Beispiel auch manchmal durch unsere Stufen irgendwie hoch, ne? Und ich weiß nicht, ob Asquins da besser sind oder genauso. Theoretisch ja schlechter, weil sie größer sind, ne? Also können sie schlechter klettern. Obwohl andererseits haben sie dann natürlich bessere Möglichkeiten, sich gegenseitig hochzuschieben. Aber wo ist der Schlüpfling? Ich war so froh, dass wir hier jetzt einen haben, der hier rumrennt, aber... Ja, vielleicht da irgendwo im Wald, ne? Und ich habe ihn übersehen. Oder er ist so klein, dass ich... Kein Plan. So, ich guck nochmal nach. Habt ihr weitere gelegt? Jo, her damit. Und ist da unter deinem Buddy noch eins? Nö. Gut. Sehr gut. Ja, und es wird auch ein wenig dunkel. Dann würde ich sagen, hauen wir uns mal eine Pofe. Aber erstmal schmeiße ich das Ei dahin. Das sollte ja auf jeden Fall nah genug dran sein. Und ich hoffe, die sind jetzt nicht zu dicht an dem... Beziehungsweise, wenn sie zu dicht drin sind, hoffe ich, dass sie bald schlüpfen und sich hier verziehen. Dann werden die nämlich weiter produzieren. Aber das klang gar nicht schlecht, ne? Obwohl, da müssten Herzen hochkommen. Da müsste dieser Zaubersound kommen. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir gehen hindurch und schmeißen den Loot hier runter. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir uns eine Pofe. Und auch das hier kann ich endlich abreißen, ne? Das Asquin-Jagdgebiet. Ist dann. Brauchen wir nicht mehr. Das ist natürlich höchst erfreulich. Und für den neuen Boss müssen wir theoretisch auch noch ein neues Portal herstellen. Ich habe schon eine Überlegung, wie wir das machen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal gute Nacht. Guten Morgen. Und dann gehen wir mal runter. So. Und mit den Portalen hatte ich mir übrigens überlegt. Also, entweder wir fassen die beiden Helden zusammen, Händler, meine ich, und machen sozusagen ein Portal, durch das man durchgeht. Und da sind dann links und rechts jeweils Haldor und Hildir. Ich finde das aber eigentlich ganz cool so.
bin ich ehrlich. Und stattdessen würde ich dann, bin ich ehrlich, Grasland. Ne? Ist ja irgendwie voll unnötig. Oder? Ich könnte auch natürlich eins hier in die Mitte machen, zum Beispiel den Altar, ne? Also, den Altar will ich verschieben, weil hier kommt natürlich der letzte Boss hin, ne? Boss 7 muss da hin. Das hier würde ich dann, da würde ich dann das Aspen-Jagdgebiet nehmen. Eins. Und das, was jetzt das hier ist, kommt dann hier hin. Aber der Altar... Weil das sind ja alles Sachen, die wir wirklich brauchen. Vor allem den hier, ne? Da haben wir eine fette Base. Die Ebene, weiß ich gar nicht genau, wo die hinreichen. Sumpf, auch das ist alles nützlich. Außer Grasland, ne? Weil, also wir haben ja Grasland sowieso hier auch in unserer Nähe. Und wenn wir Sachen vom Grasland brauchen, haben wir ja sowieso unseren Wanderpfad. Ne? Oder nicht? Ja, finde ich auch. Und deswegen würde ich sagen, nein! Auf dich zu bewegen. Ich kopiere das mal. Und füge das mal hier ein. Huch. Oh, jetzt habe ich aus Versehen auch STRG-C gedrückt. STRG-C. STRG-V. Boss. 7. Wie heißt er denn nochmal? Königin. Ja, Glut. Ich mache jetzt mal okay. Weil sie hatte ich ja Drachenmutter genannt. Auch obwohl sie eigentlich Moda heißt, ne? Übrigens eine Anspielung auf Moda und Vater. Also Mutter und Vater, ne? Weil das ist ja sozusagen die Drachenmutter und der ist ja der Drachenvater, ne? Quasi. Ja, wie nenne ich ihn denn? Shit. Wie hieß er denn nochmal? Warte mal. Ich guck mal kurz hier. Das steht doch beim Dingens dran. Smaragdflamme nenne ich's. Ich hoffe, das Wort ist nicht zu lang. Smaragdflamme. Ja, da verzweifelt er, ne? Ja, das sieht geil aus. Sehr gut. Und Grasland mache ich weg. Bin ich ehrlich. Das heißt also, ich mache hier kopieren. Und da mache ich mal so. Und mache hier den Altar hin. Und dann ist halt die, das Graslandportal weg. So what? Das bedeutet aber auch, wir müssen hier die das hier entfernen. Und mitnehmen. Und den hier. Da habe ich da und da was gebaut. Das hier her damit. So. Und dann machen wir das hier hin. Stimmt, das hier muss natürlich geändert werden zu Altar. Na, da musst du nicht verzweifeln. Alles gut. Und dann, warte mal, ich mach mal kurz hier beim Altar ein X hinter, damit dieses Portal nicht nervt. Kann ich nicht richtig? Ja, ne? Ja. So, den weg. Damit. Und dann machen wir den da dran. Ja, muss ich wieder so komisch antargeten, ne? Und hoffen, dass ich die Mitte treffe. Warte, wie hoch hatte ich das gemacht? Sehr hoch. Dann mache ich das hier auch. Also, so. Ich hoffe, das stimmt so ungefähr. Ich gehe mal noch ein Stück so. Nee. Noch ein Stück. So, nochmal her. Und ich muss hier noch weiter nach links. So. Ja, das ist die Mitte. Es ist sogar ein Stück zu weit links, aber ist schon okay. Dann kann ich hier das X entfernen. So. Und hier muss ich natürlich wieder Boss-Hintergrund machen, ne? Deswegen gehe ich mal kurz nach unten und hole mir Red Yute. Yute vor allem. So. Stimmt. Und natürlich die Boss-Trophäe wieder anbringen. Von der hässlichen. Und zwar hier ran. Hurra. So ein riesiger, hässlicher Kopf. So, 3. Nein! Und ich 4. 3. So. Habe ich meinen Stab? Nö. Gib mir meinen Stab zurück. Scheiße. Nein!
Oh, verzeihen, da muss ich kurz husten. Wo ist denn jetzt mein Stab, verdammt? Warum kann ich ihn nicht aufsammeln? Warte mal. Jetzt habe ich ihn, gut. Und nochmal, Boss-Trophäe, so. Hier. Gut. Und dann kann ich hier das X wieder entfernen. So. Und mache hier... Ach verdammt, wir brauchen bestimmt Edelholz. Nee. Ja doch, brauchen wir. Aber ich hoffe, ich ist dabei. Ach ja, von dem Ding. Na klar. Das hier muss ja auch noch geändert werden. Selbstverständlich. Moment. Dann mache ich mal kurz den weg. Das mache ich mal zuerst. Und mache hier nochmal das X hin. Stimmt. Na klar doch. Zum Altar gehört natürlich... So. Ich mache einfach mal so. Und ich muss eine Treppe bauen, fällt mir gerade auf. Ich mache mal so und so. Baue eine Treppe. Ich habe kein Holz. Shit. Na, dann reiße ich die hier weg. Oh, ist das schon wieder am Laggen. Weil es regnet, ne? Holy crap. So, hier hoch. Und noch ein Step. So, und dann machen wir verschiedenes. Den hier. Hier oben drauf. Das war so. Da kann ein Stück weiter runter, ne? Warte mal. Ich mach das nochmal. Nochmal weg. So. Nach oben gejumpt. Und dann mache ich die mal hier dran. Also an das Schild ran. Huch! Oh! Nee, da bin ich nach vorne gejumpt. Das wollte ich nicht. So, und noch ein. Zack. Und zwar hier so, ne? Gerne sogar noch ein Stück. Na, nee. Vielleicht ist es dann zu weit. Ich mach mal so. So. Und so. Und dann mache ich verschiedenes. Das Ding. Hier drauf. Aber ein Stück nach hinten. Und natürlich mittig. So. Ja, das sieht sehr gut aus. Und weil das Ding, das wird ja jetzt, glaube ich, festgehalten, hoffe ich, auf jeden Fall. So, dass wir, glaube ich, die Dinger wegreißen können. Weil der ist ja hiervon stabilisiert, glaube ich. Bitte? Bitte halte? Oh, das sieht voll geil aus. Kann ich das Ding auch anmachen? Aber dann können die Jungs wieder nicht interagieren, ne? Ich lasse es mal aus. So, sehr gut. Ja, und hier kommt dann der nächste Boss hin. Would I say? Also, nochmal gucken. Das hier. Einmal so. Warte, auf welcher Höhe? Okay, da kann ich ja mal mich hier orientieren. Die Höhe ist da. Ja, da sieht man's. Also mache ich mal so. Das ist zu weit. Da bin ich zu weit gegangen. So. Das zu weit unten. Das ganze Stück nach oben. Ist aber auch schwer abzuschätzen. So, ne? Ja, das sieht gut aus. Drehen. Beziehungsweise das hier erstmal aufsammeln. So. Und ja, da muss ich, glaube ich, hier in die Ecke vom Lootloch, ne? Da kann ich das, glaube ich, besser antargeten. Und dann so gegen, so. Wenn ich einfach mal so mache, wie sieht das aus? Ja, sieht sehr gut aus. Perfekt. So, dann können wir hier wieder das X entfernen. Und wir haben das neue Portal schon mal aufgebaut. Jetzt allerdings folgende Sache. Das, was hier Asche ist, ist ja Boss-Dingens. Deswegen kopiere ich das mal. So, und fügt das hier ein. Ja, die Viecher machen unten Lärm. Und jetzt sind die natürlich falsch connected, beziehungsweise der hier ist nicht connected, weil der hier schon Asche ist. Deshalb, Moment, lass mich kurz überlegen. Notasche 2. Nee, Notasche, ne? Notasche ist da, wo wir auf dem Turm waren. Das wird uns... Er ist geschlüpft! Hallo, Süßi. Na, fühlst du dich wohl?
Muss erstmal alles erkunden. Feel free. Wir brauchen doch einen Namen. Leute, Namen. Flauschi, Plusti, Zapfi. Beißi. Schuppi? Nee. Schlüpfi? Keine Ahnung, so spontan fällt mir nichts ein. Ihr müsst mal eure Vorschläge sagen. Dann bin ich sehr gespannt.